Hallo Leute, ich bin eure Malwanne. MW. Im letzten Video hat es auch dann der Letzte gecheckt. Das ist MW. Und dieser Pullover ist nicht mein Merch, auch wenn ich das gerne so hätte. Ich habe den online gefunden und dachte mir so... Boah. Das kann doch nicht sein. MW. Ach ja, und vielleicht reden wir ganz kurz über die roten Haare. Auf Instagram und TikTok habe ich alles schon released. Wenn ihr mir da nicht folgt, selber schuld. Und ich habe jetzt rote Haare. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Leute, es ist kurz vor Ostern und eigentlich wollte ich gar nicht so viele Oster-related Videos machen, aber irgendwie habe ich dann doch Lust dazu bekommen. Vielleicht liegt es an dem Lockdown, an der Pandemie, dass man zu Hause sitzt und irgendwie dann doch mal was Süßes backen möchte. Auf jeden Fall machen wir heute eine Harry Potter Niffler Ostertorte mit Maulwurfskuchen und schönem Goldschmuck obendrauf, weil der Niffler aus Fantastische Tierwesen ist ja so eine Art Maulwurf. Der Niffler ist ein aus Großbritannien stammendes Tierwesen und verwandt mit dem Schnabeltier. Das sind unsere Zutaten. Das sind unsere Zutaten für den Schokokuchen. Und zwar Mehl, Kakaopulver, Zucker, Salz, Hafermilch, Rapsöl, Selter und... ja, das Zeug hier. Der besondere Twist an diesem Kuchen ist nämlich, dass er eigentlich vegan ist, wenn man die Deko abzieht. Aber da kann man auch vegane Deko nehmen. Also man kann da natürlich hier drauf machen, was man will, aber gegen so ein schönes Ü-Ei hat keiner was. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Kuchen. Yeah. Das Rezept ist nicht von mir, ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Wenn ich dran denke, erinnert mich einfach in den Kommentaren, falls ich es wieder vergessen habe. Sorry. Zuerst müssen die trockenen Zutaten vermischt werden, wie Mehl, Kakaopulver, Zucker, Salz und eine Packung Backpulver. Und diese Zutaten werden jetzt erstmal miteinander verrührt. Und jetzt geht's weiter mit den feuchten Zutaten. Pflanzliche Milch, in unserem Fall Hafermilch. Sprudelwasser. Es sieht gerade aus, als ob ich im Sandkasten einfach irgendwie so eine Pampe zusammenmische. Und das Öl. Yummy. So, das verrühren wir dann miteinander, gell? Sport. Oh, Leute, das ist ein Schokoteig, du. Was mit Annis Geburtstagskuchen? Sie ist meine beste Freundin und sie liebt Harry Potter. Also schreibt Happy Birthday in die Kommentare. Scheiße. Wer mich schon ein bisschen verfolgt, weiß, ich habe immer einen Trick auf Lager. Zack, und da klebt kein Kuchen fest. Und dann nehmen wir noch das restliche Öl, was aus dem Glas nicht mitgekommen ist, ne? Und dann streichen wir nochmal die Wand ein bisschen an. Schön. Ja, Leute, feiert ihr Ostern? Schreibt's mal in die Kommentare. Wisst ihr überhaupt, warum man Ostern feiert? Ich muss sagen, es ist ein bisschen... es ist komisch zur heutigen Zeit, dass man so christliche Feste noch so national irgendwie feiert, ne? Also keiner feiert's mehr wegen Ost... also wegen Jesus. Also viele, aber... ich rede mich um Kopf und Kragen. Jesus! Oh, wow. Oh. Und der kommt jetzt in den Ofen. Eine Stunde. Bei 190 Grad. Eine Stunde. Dann sehen wir uns heute Abend wieder, ne? Bye! Gut, und ja, wir sehen uns dann in einer Stunde wieder. Nee, wir sehen uns in 3 Stunden wieder oder so. Nee, schau genau ins Rezept. In der Zwischenzeit die Sahne mit dem Sahnestück. Ja, okay, zu früh gefreut. Jetzt bereiten wir natürlich alles vor, dass wir in 3 Stunden gleich weitermachen können. Natürlich lassen wir die Zeit nicht umsonst vergeuden. Das ist Anni. Und kümmern wir uns jetzt um die Creme. Maulwurfskuchen, Maulwurfskuchen. Das ist wie so eine Platte. Maulwurfskuchen, das ist so ein schweres Wort. Maulwurfskuchen. In einem Maulwurfskuchen gibt es ja diese Sahnecreme, die machen wir jetzt. Das ist unsere pflanzliche Schlagcreme. Wir reden jetzt mal nicht darüber, was für Dinger da drin sind, weil das sieht alles sehr nach E und E und E und... da ist ganz viel E drin, ne? Boah, die ist so ultra weiß. Die ist das Weißeste vom Weiß. Guck mal, wie weiß sie ist. Die ist einfach so weiß-weiß. Krass. Jetzt bei Erkan und Stefan angekommen. Krass, Bruder. Boah, krass, oder? Bin ich so voll kluger Knutschstell von voll süß, oder? Und rein in die Masse. Und Vanillezucker. Das ist Vanillinzucker. Das ist künstliches Aroma und nicht echtes. Und rein in die Masse. Ja, und das wird jetzt gerührt. Und das schlagen wir jetzt auf. Splish, splash, I was taking a bath. Du, du, du. Du, 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 du. Hammer. Ja, komm, die ist
Aber das sieht gut aus. So, das ist unsere vegane Schlagcreme. Jetzt kommen unsere Creme noch Schokoladensplitter, damit das halt Stracciatella wird. So, und das natürlich nochmal miteinander verrühren. Das muss man natürlich probieren. Die bekommt jetzt den Kühlschrank und wir kümmern uns um die Deko. Wir haben hier mal eine Auswahl an Süßigkeiten vorbereitet, die wir jetzt alle mit Gold ansprühen werden. Dafür habe ich goldenes Lebensmittelspray gefunden, was ich mega cool finde, weil ich das noch nie vorher gesehen habe. Ich hatte schon mal für die Krabbenburger, falls sich der ein oder andere erinnert, bunte Lebensmittelfarben gehabt zum Sprühen. Das sieht gut aus. Die Sprühfarbe stinkt halt ein bisschen. Jetzt probieren wir mal so ein Schoko-Ei aus. Denk dran, nicht zu nah. Zu viel war das. Da wollte sie zu viel. Ja, besser. Wow! Sieht das cool aus. Wow, wie cool. Geil. Sprayer. Sieht so cool aus. Das sieht einfach aus wie so Goldtaler. Ja, sag mal, wie spät ist das denn jetzt geworden? 8 Uhr. Unser Kuchen ist jetzt fertig gebacken und sieht fantastisch aus. Und jetzt köpfen wir ihn und dann kommt die Creme drauf und dann kommen die... Oh, die Banane noch. Ja, dann wird jetzt geköpft, ne? So, und der Kuchen macht uns die Arbeit ganz leicht und zeigt uns, wo wir schneiden. Und zwar da, wo er anfängt, dann zu so einem Berg zu werden. Und... Bäm. Ist das ein gutes Zeichen mit diesen Luftbläschen? Kuchenexperten, könnt ihr jetzt vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Sieht das so gut aus oder müssten die feiner sein? Ist irgendwie komisch. Oh, der riecht sehr gut schokoladig. Ja, hör mal, das ist doch toll hier. So genau so soll es so aussehen. Pop, perfetto. Eigentlich, warte mal. Ich brauche eigentlich so eine Küche, wo ich mich so hinsetzen kann. Das ist doch perfekt. Jetzt seht ihr mich und das, was ich jetzt zerbröseln muss. Wir probieren mal den Kuchen, oder? Es ist nicht der beste Schokokuchen, den ich je gegessen habe. Ich glaube, das liegt daran, dass hier wirklich nicht viel Zucker drin ist. Obwohl wir eine ganze Schale reingemacht haben. Aber im Vergleich zu diesen Schokotorten, die ich bis jetzt gemacht habe, kann man davon was essen, ohne gleich das Gefühl zu haben, okay, eine Gabel reicht. Es ist aber sehr viel Torte, Kuchen. Nicht verzagen, macht mit dem Rest einfach Cake Pop. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt macht. Zerkrümeln einfach, ne? Oh mein Gott, ich fühle mich wie meine Oma in der Küche. Die hat auch immer auf einem Stuhl gesessen. Auf so einem Hocker, der sich bewegen konnte. Auf so einem Hocker mit Rollen. Hier ist halt sehr viel wirkliches Kuchen dazwischen. Also früher, als ich die Backmischung benutzt habe, hatte ich nicht so... Boah, sehr fluffig. Ich muss sagen, das Stück hole ich mal raus. Für meine Cake Pops. Immer wenn ihr was übrig habt, was von eurem Kuchen ist, nehmt's für Cake Pops. Jeder liebt Cake Pops. Und gerade zu Ostern kann man so gute machen, die dann halt aussehen wie ein Ei. Ich weiß, was diesem Schokokuchen fehlt. Schokostückchen. Also wenn ihr das süßer machen wollt, macht Schokostückchen in euren Schokokuchen. Ich weiß nicht, wie geil diese Ansicht ist. Es kann sein, dass sie voll scheiße ist. Wir akzeptieren es jetzt einfach, dass die Kamera so steht. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Vielleicht sagt ihr jetzt Vanessa, komm, entspann dich mal. Es gibt andere Probleme. Hier ist unsere Schlagcreme, die wirklich so weiß ist wie nichts anderes auf dieser Welt. Es wäre ja kein Maulwurfskuchen, wenn nicht Bananen reinkommen. Und weil Anni Kirschen mag, habe ich Kirschen abgetropft aus dem Glas. Ist das vielleicht dumm, was ich hier gerade mache? Das ist Banane, Brett, Messer. Dann macht man die Bananen so da drauf, ne? Oh, wir machen außen Banane als Rand und innen Kirschen. Und die Kirschen kommen jetzt in die Mitte. Ja, ist es jetzt noch ein Original-Maulwurstkuchen mit Kirschen? Ist ja eigentlich mal mit Banane. Und der große Moment. Buh. Mann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so oben drauf bleibt. Verlieren. Ah! Das sieht so gut aus. Also, ich zeig's euch einmal. So sieht es aus. Und jetzt höre ich auf, wie eine Kindergärtnerin zu reden und wir machen die Schokokrümelkuchen drauf. Leute aus meiner Generation, ist euch mal aufgefallen, dass viele Dinge, die in der Jugend und Kindheit total wichtig waren, wie Maulwurfshügel, später im normalen Leben nichts mehr
einfach keine Rolle mehr spielen. Ich meine, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich in der Stadt lebe und keinen Garten habe, aber als Kind waren Maulwurfshügel ein Ding für mich. Maulwurfskuchen ist fertig! Naja, so fast. Jetzt kommt die Deko. Okay, schaut euch mal an, wie geil diese Eier aussehen. Hallo! Boah, sieht das cool. Die Kinderriegel sehen richtig aus wie so kleine Goldbarren. Und jetzt kommt das Beste, Leute. Wir haben einen Voldemort-Schoko. Wow. Wo kommt denn der hin? Legt man den so... Ja doch, der muss eigentlich so reingelegt werden, ne? Das sieht alles mega fancy aus. Jetzt ist nur das Problem, ich bin perfektionistisch und ich kann sowas nicht anfangen. Ich denke halt, dass man so sich so runterarbeitet. Soll schon so aussehen, als ob das so alles aus dem Loch rausfällt. Also jetzt ist hier schon Konditor-Lifestyle am Start. Da kommen jetzt die Taler rein. Ja, das sieht doch gut aus. Boah, ist das ein schöner Goldbarren. Also mit den Oreos hat es wirklich am besten geklappt. So, ab damit in den Kühlschrank. Ich bin jetzt fertig. Der sieht schon mega cool aus. Ich hoffe, ich kann morgen ein schönes Bild mit dem machen. Morgen, wenn es schön Tageslicht ist und so, dann zeige ich euch, wie der jetzt wirklich aussieht. Aber ich denke mal, man kann es auch so schon gut erkennen. Ich hoffe, er schafft es bis morgen, ne? Das ist wirklich... Hey, das ist doch ein cooler Kuchen, oder? Bis morgen! Jetzt sind wir beim Geburtstagskind angekommen, zwei Haushalte, keine Sorge, und schneiden den Kuchen an. Das sieht aus wie eine Marshmallow-Creme. Als ob das alles nur Marshmallow wäre. Und jetzt, the grand moment. The finale we have been waiting for. Na hör mal, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier an der Seite ist Banane, falls du sie auch willst, ein Bananenrand und in der Mitte Kirschen. Du ein kleiner verrückter Fuchs. Mhm. Wie schmeckt Anis Geburtstagskuchen, Niffler Cake mit Maulwurfskuchen und in vegan? Jetzt stellen wir uns wieder der allerwichtigsten Frage. Das schmeckt echt wie eine Marshmallow-Creme. Mmh. Wie so eine zuckerfreie Schwarzwälder Kirschtorte. Hm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gaming, ASMR, anderes Video, abonnieren. Tschüss! Ciao! Hier noch eine Katze.